geschehen, dass Sie das sind. Mit der Bahn kommen Sie auch in schwierigen Zeiten an Ihr Ziel. Schützen Sie sich und andere. Achten Sie den Mindestabstand ein. Tragen Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung im gesamten Bahnhof und nutzen Sie bitte die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Bleiben Sie gesund. Ich bin's wieder und ich fahre jetzt mit dem RX wieder nach Hause. In Köln war es sehr, sehr voll. Ich habe mir Eis geholt. Und zwar einmal ein echtes Eis und einmal das McFlurry. Aber das echte Eis war den Preis überhaupt nicht, gar nicht wert. 1,50 Euro hat die Google gekostet und laut Werbung soll das riesengroß sein, aber das Café heißt so und die Kugel ist nicht XXL, sondern normal. Das heißt eine klare Touri-Absuppe. Dort werde ich höchstwahrscheinlich kein Eis mehr essen. Ja, und es gibt noch eine so Informationen vom Flughafen Köln-Bonn. Wir waren heute dort und wollten auf die Besucherterrasse gehen. Leider war diese gesperrt. Und im Internet habe ich gelesen, dass die Besucherterrasse doch geöffnet ist. Ich habe gerade nachgeschaut auf der Internetseite des Flughafens. Und dort steht, dass lediglich die untere Ebene wieder geöffnet ist mit einer maximalen Personenzahl von 60 Personen und eben Mund-Nasen-Schutzbedeckungspflicht. Untere Ebene heißt Ebene 3. Aber die Ebene 3 ist zwar mit dem Aufzug erreichbar, allerdings ist der Zugang gesperrt. Das heißt, Schwerbehinderte und auch Leute, die einfach mit dem Aufzug fahren wollen, können die Besucherterrasse bis auf weiteres nicht mehr betreten. Ich frage mich, warum sie nicht einfach diese untere Terrasse so öffnet haben, maximal 20 bis 30 Personen, denn mehr waren sowieso nicht am Flughafen. Aber Köln-Bonn Flughafen soll sich weiter daran arbeiten. Aber ich konnte aus dem Fenster schauen und da gab es nur ein paar Hinweisschilder oder so. Es gab zwar Hinweisschilder, aber allerdings wurden diese entfernt. Warum wurde das nicht darauf hingewiesen? Und zumindest der Durchstand da beim Konferenzzentrum ermöglicht. Nächster Halt, Leverkusen Mitte. Aber nein. Planmäßige Ankunftszeit, 16.44 Uhr. Aber nein, lieber verzichten Sie auch schwerbehinderte Leute. Wenn ich so die einfach spotten wollen oder einfach den Flugverkehr beobachten wollen. Allerdings konnten wir am Busbahnhof 2 bis 3 Busse fotografieren. Das fand ich sehr gut. Darunter einen Atomic-Bus. Die sind sehr, sehr selten. Ist die neue Feuerwache hier in Leverkusen, Rettungswache. Nebenan befindet sich das Audi-Zentrum Leverkusen und ist sehr, sehr groß. Und in Leverkusen beende das Video hier. Und das war es auch schon jetzt vorerst mit dem Ausflug nach Köln. Und falls ich kein weiteres Video mache, dann zeige ich es schon mal. Viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ich bin jetzt doch wieder in die E5 ausgestiegen. Eigentlich wollte ich hier in Duisburg aussteigen und in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Aber ich fahre jetzt weiter bis nach Oberhausen und steige dort wieder in die RB35 um.
der mich dann danach nur nach Mörs bringt. Denn es ist draußen ist es schon heiß und ich weiß nicht, ob der Bus klimatisiert ist. Ihr meint, mal ist der Bus klimatisiert und mal nicht. Das hängt vom Bus ab. Bin ich dann so entschlossen, jetzt hier mit dem Zug bis nach Oberhausen zu fahren. Und dann in Oberhausen in die RB35 umzusteigen. In Köln hätten wir auch mit der RE7 fahren können. Von National Express und zwar bis. Mal schauen, vielleicht können wir den SEV-Bus sehen. Nein, kann man leider nicht. Wir begrüßen Sie im RE5 nach Wiesel. Bin ich schon abgefahren. Nächster Halt, Oberhausen Hauptbahnhof. Oberhausen, da steigen wir auch raus. Total ungewohnt hier mit dem Zug bis nach Oberhausen zu fahren und dann erst umzusteigen. Normalerweise steige ich immer in Duisburg um. Ja, heute nicht. Heute fahre ich durch bis Oberhausen und in Oberhausen steigen wir dann in die RB35 der Abellio wieder zurück nach. Wieder nach. In Hischummers, genau. Wir hatten eigentlich morgen vor, bis Oberhausen fahren und dann in Oberhausen mit dem RB35 wieder so bis nach Krefeld zu fahren. Kleine Solo-Busse, die sind immer voll. Und wir wollten dann nicht auf der Hinfahrt über Oppen fahren, weil da habe ich so Glück gesehen. Aber ich habe gesehen, dass die RE7 in Krefeld ausfällt und erst wohl in Neuss oder so beginnt. Jetzt fahren wir in Richtung Oberhausen, dann geht es in Richtung Mülheim, Essen, Bochum, Dortmund. Irgendwie habe ich jetzt Kopfschmerzen. Wen ich mich hier wohl? Ankunftszeit 17.26 Uhr. Und in Oberhausen steigen wir jetzt um in die RB35 in Richtung München-Gladbach. Steht da auch. Um Gleis 7. Aber stimmt nicht. Geht vielleicht nicht von Gleis 7 auf, sondern von Gleis 14 oder von Gleis 15 oder so. Das ist eine fehlerhafte Anzeige da. Gleis 7 fährt das so, hält das auch nicht.
17.26 Uhr. Da ist ein ICE, der Deutsche Bahn. Nächster Halt, Ausstieg links. Da steht mein Zug ja schon fast, aber definitiv nicht auf der Spur. Den RB 35, der uns jetzt nach Mörs bringt. Mörs, Mörs, irgendwie. Geht jetzt weiter. Leider nicht nach Frankfurt, sondern nach Mörs. Und wenn weiter bis Gladbach. Aber wir steigen bereits an die andere Station aus. Nämlich Mörs. Kann man eigentlich vom Gleis und Gleis 8 oder so hier auf Gleis 4 wechseln, um damit hier so zu fahren, oder geht das nicht mehr, zumindest weiter in Richtung Süden? Geht das? Oder geht das nicht? Denn ich kenne mich hier mit Gleis nicht aus. Dann kommt die Willkommensansage. Vorhin musste der Zug 5 Minuten bei der Abzweigung warten, bis die RB 31 durchgefahren ist. Die hatte wohl Verspätung. Jetzt sind wir schon in Mörs. Daher steigen wir auch aus. Am nächsten Halt. Und die
Anzeige da oben hat immer noch nicht begriffen, dass wir hier in Mörs sind und nicht in Duisburg, Hofeld und auch nicht in Anhausen gehalten werden. Das ist der Zug. Sondern nur in Mörs, Krefeld-Ödingen und dann weiter nach dem Regioweg. Wie ist hier der Tönspruch? NIAC, Oslo, Niederlassung. Aussteigen. Ja. Durchsagen oder so. Ach, es muss sehen. Sogar müssen wir so verpasst dem in unserem Anschlussbus. Wir dürfen beide eingefahren. Und der Flug fährt schon ab. Das war's auch schon hier mit Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.